So, hi meine Lieben, ich hoffe, das Video nimmt auf. Ihr kennt mich vielleicht noch, die Steffi. Ich habe vor, boah, wie lange ist das her? Ne, 5 Jahre ist das her, ein Robert-Franz-Video gemacht. Robert Franz, meine Erfahrungen hieß das. Und ja, damals war ich 44 Jahre alt, nächste Woche werde ich 49, 5 Jahre her, vieles passiert in 5 Jahren und ich war damals von der Resonanz auf mein kleines Robert-Franz-Video total überwältigt. Also ehrlich gesagt hat es mich auch ein bisschen erschrocken. Gab wahnsinnig viele Aufrufe. Aktuell sind es über 370.000. Ich dachte damals, als ich das aufgenommen hatte, so ich wollte einfach mal ein bisschen Robert Franz supporten. Dachte mir, mit 20, 30.000 Aufrufen bin ich schon gut dabei. Und also ich sage mal so, ab 100.000 bin ich nur noch in Deckung gegangen. Ja. Es hagelte Zuspruch, die Leute waren begeistert, die selber ganzheitlich sich behandeln. Es gab Leute, die waren interessiert, neugierig, die gesagt haben, wir probieren das einfach mal aus. Es gab verdammte Menge an Hatern, völlig halbwahnsinnige, die gemeint haben, ich wäre eine gekaufte Werbepuppe von Robert Franz und was weiß ich noch alles. Und ich hatte mir einen Zettel bei dem Video geschrieben, welche Erkrankungen, welche Symptome ich hatte. Ich wollte das alles schön durchgehen. Den Zettel hatte ich in der Hand und bei mir natürlich, damit ich nichts vergesse. Aber all diese Sachen, sogar dieser Zettel, ich habe jetzt auch wieder übrigens einen, ne, damit ich mich nicht verhasple. Was hat da einer gesagt? Also gleich mal, fangen wir mal an mit den Hatern, ja? Die dann gemeint haben, hier wird man heftig verarscht, quasi die liest das hier vom Zettel ab, die wurden ihr anscheinend irgendwie in die Hand gedrückt und glaubt ihr nicht, das ist eine gekaufte Werbepuppe. Hallo, das ist ein Oldschool-Zettel. In der digitalen Welt weiß ich nicht, lesen die Leute das von Monitoren ab oder haben Teleprompter. Ich mache es ganz offensichtlich mit Zettel. Ja. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon gleich mal dabei bei den Hatern. Die 5 Jahre Zeit habe ich auch ein bisschen gebraucht, um zu überlegen, ja, was ist da alles passiert und warum ist das so? Warum ticken manche Menschen so aus und unterstellen einem Sonstiges? Warum sind Leute auch so drauf, dass sie noch nicht einmal in ihrer Wut, in ihrem Hass zuhören und zuschauen, was habe ich denn gesagt? Habe ich das Video gedreht, habe gesagt, kauft alle Robert-Franz-Produkte? Ich habe 90% des Videos immer wieder gesagt, ich habe die Robert-Franz-Programme gemacht. Das sind die Videos, wo es heißt, was würde Robert-Franz tun, wenn er Bluthochdruck hätte, wenn er Krebs hätte, wenn. Das sind die Robert-Franz-Programme. Darüber habe ich gesprochen. Und ganz am Ende des Videos habe ich gesagt, dass ich jahrelang nichts von Robert-Franz genommen habe, es aber jetzt täte, mir auch seine Produkte kaufen würde, weil ich der Meinung bin, dass er den Erfolg mit seinen Produkten verdient hat. Und der Meinung bin ich nach wie vor. Und es ist nicht so, dass ich jetzt nur ein Robert-Franz-Jüngling bin. Ja, er wird halt viel angefeindet, weil er hat natürlich eine große Klappe, er ist außergewöhnlich. Es gibt viele, viele, denen ich auch folge oder vielen auch ganzheitliche Ärzte, wo ich dieselbe Meinung vertrete, wo ich mich eingearbeitet habe. Also das ist jetzt bei weitem, Robert Franz war nur der Auslöser, dass er mir gesagt hat, jetzt muss ich auch mal was dazu sagen, meine eigene Erfahrung eben. Naja, und dieses Video soll jetzt darum gehen, Robert Franz Erfahrungen 5 Jahre später, ja, eben jetzt mit 49, fast 50, boah, wie die Zeit vergeht. Ich habe das Gefühl, gestern war ich noch 25. Ja, und wollte da mal ein bisschen durchgehen, was ist der aktuelle Stand der Dinge, was mache ich noch? Und ja, unter dem Video standen natürlich auch tausende Fragen. Ja, ich habe ein paar versucht zu beantworten, irgendwann wurde es mir dann zu viel. Aber es waren überwiegend die Fragen, was hast du genau gemacht? Welche Mittel hast du genau genommen? Wie war die Dosierung? Wie lange hast du es gemacht? Wo war die Spezialklinik, in der du warst? Ja, aber jetzt fangen wir eben nochmal am Anfang an. Ich habe mir ja, wie gesagt, wieder so ein Zettelchen geschrieben, kleines, und wollte dann nochmal in erster Linie kurz auf die Hater eingehen. Ja? Zum Vorwurf, der ganz oft kam, ich sei die Werbepuppe von Robert Franz. Ja? Wie gesagt, ich hatte das auch irgendwann mal unter das erste Video geschrieben. Ich habe
Produkte von so vielen Herstellern genommen. Ich habe auch nach wie vor meine Lieblingshersteller. Ja? Es ist nicht so, dass ich hier alle Produkte von Robert Franz kaufe. Wer das tun möchte, soll das gerne machen. Gab es übrigens auch Anfeindungen, Rohstoffe aus China. Ja, Mann, Rohstoffe aus China. Mitunter, woher denn sonst? Es gibt ein paar Rohstoffe, die kannst du hier in Deutschland und in Europa nicht anbauen. Die kommen aus China. Die haben in jedem normalen Medikament sind Rohstoffe aus China. Und Robert Franz wird angefeindet. Aber hey, anderes Thema. Ich kenne Robert Franz nicht persönlich. Ich habe ihn nie persönlich getroffen. Wenn jetzt jemand sagt, das ist ein Fake, das ist gelogen, ist mir scheißegal. Ich habe den Mann nie getroffen. Ja, ich habe nur seine Videos gesehen. Gut, das war das eine zu den Hatern. Dann gab es Hater, die gesagt haben, ja, klar, Placebo-Effekt, Glaube versetzt Berge. Heißt, diese ganzen Vitalstoffe und alles, was ich gemacht hätte, hätte eigentlich nichts gebracht von der Wirkung her, wäre nur ein Placebo-Effekt gewesen. Ist vielleicht auch so ein bisschen ein Denkfehler bei dem Ganzen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Das sind Leute, die gehen von Medikamenten aus. Ja? Du hast jetzt eine Studie, in der ein Schmerzmedikament geprüft wird, ob es denn die Schmerzen nimmt. Nur darum geht es. Ja, die eine Gruppe kriegt das Medikament und das andere kriegt ein Placebo, ja, also wo nichts drin ist. Und die ein Placebo kriegen, ja, denken vielleicht, sie hätten das mehr Schmerzmedikament bekommen und yay, die Schmerzen lassen nach, juhu, Placebo-Effekt. Ja. Das kann man 0,0 mit Vitalstoffen, mit ganzheitlicher Selbstbehandlung, mit Nahrungsergänzungsmitteln vergleichen, weil da viel mehr passiert und weil du auch tatsächlich messbare Werte hast. Beispiel Vitamin D. Wenn ich mir jetzt Vitamin D einpfeife, hochdosiert, wie ich es mitunter getan habe, übrigens mit den richtigen Kofaktoren, auch ganz wichtig, ja, dann steigt der Spiegel. Du hast andere Vitamin D-Werte, nicht mehr herumkrebsende, lächerliche, armselige, wo es einem wahnsinnig schlecht geht, 7 Nanogramm, sondern auf einmal 30 Nanogramm, 40, 50 Nanogramm. Da tut sich was im Körper. Die Werte sind zu messen und es tut sich was im Körper. Nicht nur irgendein Schmerz geht weg und ich habe mir das eingebildet, ja, sondern verschiedenste Sachen. Es kann sich auch im Negativen was tun, wenn du zum Beispiel die besagten Kofaktoren vergisst. Ja, es gibt Leute, die sagen, oh ja, ich habe jetzt verstanden, Vitamin D, ballern sich ohne Sinn und Verstand Hochdosen von Vitamin D ein, vergessen Kofaktoren Magnesium im Vorfeld aufzufüllen, ja, nehmen also kein Magnesium im Vorfeld, füllen nicht auf, nehmen das Vitamin D zum Beispiel nachts, können dann nicht schlafen, kriegen Gelenk- und Schmerzen und was weiß ich. Ja. Und dann heißt es, das war das Vitamin D, das ist giftig. Man muss einfach auch einiges wissen. So. Und das ist auch das, was ich mitunter sehe. Jetzt habe ich einen Faden verloren, so viel zum Zettel. Aber eben, es tut sich einfach viel messbar und in der ganzheitlichen Medizin, du nimmst ja, oder Selbstbehandlung, du nimmst ja nicht nur Vitamin D, ja, du nimmst, machst ja viele verschiedene Sachen auch, ja, und deswegen ist Placebo, Entschuldigung, ein bisschen lächerlich zu sagen, Glaube versetzt Berge. Nun gut, bei den Hatern, ganz oft, darüber werde ich eigenes Video machen, ich werde jetzt überhaupt, fange jetzt an, wirklich mehrere Videos hochzufahren, hochzuladen, weil ich in den letzten 5 Jahren auch so viel mitbekommen habe. Ich habe viel gemacht in dem Bereich, ich habe viel gesehen, viel Leid gesehen, viele Fehler gesehen. Brauche jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Was mir jetzt aktuell eben, was ich immer höre, dieses, man braucht keine Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine und Vitalstoffe. Wenn man sich gesund ernährt, braucht man das Ganze nicht. Ich mache da ein eigenes Video, aber nur mal ganz kurz gesagt, wer zum Henker ernährt sich denn noch ordentlich? Wer ernährt sich gesund, so wie es vorgegeben ist, mit überwiegend Obst und Gemüse, bestenfalls nicht großartig gekocht, damit die Vitalstoffe drin bleiben, bestenfalls aus öko-landwirtschaftlichem Anbau und wie auch immer. Wer macht dann das? Wer bewegt sich ausreichend, wer ernährt sich richtig gesund, vollwertig, nicht mit Weizenmehl, sondern mit bestenfalls selbst gemahlenem Vollkorn, Urdinkel und Emmer, das machen doch die wenigsten. Und gerade die besonders krank ausschauen, ja, die sehr mit sich selber, mit ihrem Körper auch schlecht umgehen, habe ich ganz oft gehört. Du hast ja so Halbleichen vor dir, halbe Zombies, die sagen, das braucht man nicht, wenn man sich normal ernährt. Was ist eine normale Ernährung? Bis in den
wir hatten vielleicht in den 50er, 60er Jahren noch normale Ernährung. Da gab es nur einen Sonntagsbraten, da hat man Obst und Gemüse, das im Vorgarten gewachsen ist, das hat man gegessen. Aber nicht mehr die hochgetunten Obst- und Gemüsesachen, die man heute kriegt. Eigenes Thema, wie gesagt, wer ernährt sich heute noch gesund? Ja? Und selbst wenn man sich gesund ernährt, ja, da gibt es Studien von einem Karlsruher Lebensmittellabor und einem Pharmakonzern Gigi aus der Schweiz, waren Vergleichsstudien, wie viele Vitalstoffe noch im Obst und Gemüse ist. Erschreckende Werte. Man muss sich einfach mal ein bisschen damit beschäftigen. Dann auch das Thema Entgiftung, Detox, Entsäuerung, Basen, ja, gerade Detox, Entgiftung, ja. Auch dieser Aufschrei, das braucht kein Mensch, dafür haben wir Leber und Nieren, die sind dafür zuständig. Mhm, haben wir. Und meine Leber war so dafür zuständig, dass sie nicht mehr hinterherkam. Ich war am Ende. Ich hatte wirklich, werde ich mal diese Laborberichte der Spezialklinik Neukirchen, Niederbayern übrigens, irgendwann mal werde ich die ja auch in die Kamera halten. Ich war kurz vor einer Leberzirrhose und ich habe nicht getrunken. So viel zu, dafür sind unsere Entgiftungsorgane zuständig. In der Toxinflut, in der wir uns bewegen, und das ist nicht ein Geschwurbel, sondern das sind Fakten, das kannst du mittlerweile überall recherchieren, was wir, mache ich auch mal ein Video dazu, von Toxinen umgeben sind. Die Entgiftungsorgane kommen nicht mehr hinterher. Ja, wie gesagt, ein eigenes Thema. Dann auch, was die Hater oft gesagt haben, dies und jenes ist wissenschaftlich nicht belegt, ja, und dies und jenes ist wissenschaftlich, ja, die Wissenschaft, ja, und da gibt es auch einen Kanal, der sich hier viel mit wissenschaftlichen, mit Studien zu Nahrungsergänzungsmitteln und sowas auseinandersetzt. Die Wissenschaft ist nicht in Stein gemeißelt. Du findest zu jedem Thema, Studien pro und Studien contra. Die Frage ist, glaubst du einfach nur, was dir auf dem Silbertablett serviert wird? Oder, wie ich es getan habe, probierst du es einfach aus? Ich habe recherchiert, ich habe mir meine eigene Meinung gemacht, ich war immer sehr kritisch und am Ende dachte ich mir, Versuch macht Tuch. Ich probiere es einfach selber aus. Und mitunter mit sehr witzigen Ergebnissen, mit haarsträubenden, mit wundervollen. Also ich habe in den letzten 8 Jahren, sind das jetzt eigentlich 8 Jahre, sind das her, seitdem ich Nahrungsergänzungsmittel und ganzheitliche Selbstbehandlung und Pipapo mache, so viel erlebt und so viel erfahren. Naja, auf jeden Fall dazu werde ich auch irgendwann mal zu dieser wissenschaftlichen Belegbarkeit auch ein Video machen, auch über Fehler, die in den Studien passieren, einfach in dem, wie sie aufgesetzt sind. Ja? Zu kurze Laufzeiten, zu niedrige Dosierungen, Probanden stimmen nicht, Kofaktoren werden nicht eingesetzt, die dringend nötig sind. Ganz viele methodische Irrtümer. Und der Quark wird dann veröffentlicht und dann sieht man, das und das gibt, Nierenfunktionsstörungen, wenn man das nimmt. Ja. Nein, es wurden mitunter auch einfach Fehler gemacht in den Studien, methodische Irrtümer. Und da, ja, ein anderes Thema, wie gesagt, ich weiche ab. Für mich das Fazit zu denen, die sagen, Nahrungsergänzungsmittel braucht man nicht, wenn man sich ordentlich ernährt. Ich für meinen Teil und mit meinen Erfahrungen kann sagen, verdammt normal, ja, man braucht Nahrungsergänzungsmittel. Dringend, unbedingt. Das ist meine Erfahrung und meine persönliche Meinung, das darf ich so sagen. Wenn ich durch die Stadt laufe und mir anschaue, wie viele kranke Menschen rumlaufen, blass, schlechte Haut, augenringig, Weizenwampe, ansonsten recht schlank, du siehst mitunter, wie fertig und wie krank die Leute schon sind. Und das sind alles Leute, die brauchen keine Vitalstoffe. Vital leben brauchen die nicht. Leute, die nur auf Krücken unterwegs sind. Leute, die, wo du schon siehst, extremer Vitamin D-Mangel. Also ich möchte mich da jetzt nicht weiter zu auslassen. Das ist Zeit für irgendein anderes Video dann mal. Aber ich sehe so viele Zombies, so viele kaputte, fertige, kranke Menschen, körperlich, mental, seelisch, am Ende. Und die brauchen keine Vitalstoffe? Ja, anderes Thema. Wie gesagt, Vitalstoffe, da steckt das Wort Leben drin. Und ich war halb tot vor 8 Jahren und jetzt bin ich topfit. So, abschließend noch an die Hater. Genau, das war eine Frage, die ich einfach stellen wollte, weil wenn Hater, da hast du gemerkt, wie extrem die Wut war.
richtig wahnsinnig wütend, hasserfüllt, richtig eben Hater. Und ich habe mich gefragt, warum denn? Nehmen wir mal an, ich wäre eine Schwurblerin, eine Spinnerin, die völligen Quark hier erzählt. Ja, dann lasst mich doch. Dann gibt es doch keinen Grund, so dermaßen wütend zu sein. Warum dieser Hass, dieser Wut? Lasst doch die Menschen einfach ihre Meinung haben, ihre Überzeugung. Der eine findet es gut, der andere findet es nicht gut. Der eine wirft sich gern nur Medikamente ein und unterdrückt die Symptome und kuriert nicht die Ursachen. Ja? Der andere sagt so, hey, ich will mal schauen, was dahinter steckt. Ich informiere mich, ich mache auch meine eigenen Erfahrungen. Lasst doch die Leute einfach. Und unterstellt in dieser ganzen kranken, fast schon kranken Wut nicht immer, der ist geschmiert und der ist von dem. Ich werde zum Beispiel nie Nahrungsergänzungsmittel von einem einzigen Hersteller empfehlen. Nein. Ich habe selber, ich glaube, so 10 verschiedene Hersteller, die ich liebe. Ja. Bestimmte Produkte, wo ich sage, so, nee, bei dem jetzt eher das nicht, bei dem anderen hole ich mir das und jenes. Ich kann machen, was ich will. Ich kann die Dosierung für mich ansetzen, auf die ich Bock habe. Und bei den Eltern sage ich, warum? Lasst das doch einfach. Macht das so, wie ihr machen möchtet. Lasst die anderen so, wie sie machen wollen. Wieso heißt es so schön? Soll doch jeder nach seiner eigenen Fasson glücklich werden. Ja? Gut wird nicht helfen. Die Hater werden auch bei diesem Video wieder eintrudeln. Ich komme damit klar. Ich habe jetzt 5 Jahre Zeit darauf, mich einzustellen und. Okay, ja, dann sollen die Hater nur kommen. Dann, was haben wir gesagt? Meine tollen Zettel. Was haben wir gesagt? Ja, ganz oft wurde mir in den Kommentaren die Frage gestellt: Steffi, lebst du noch? Wie geht's dir heute? Ja, wie gesagt, mir geht's super. Ich nehme auch nach wie vor noch Nahrungsergänzungsmittel, aber nur noch so 10, 15 Kapselchen pro Tag, verschiedene, je nachdem, bestimmte Programme. Im Winter natürlich Vitamin D. Ich kann dann auch mal sagen, wenn man die Speicher aufgefüllt hat und wenn es einem gut geht, was ich persönlich mache, ja, kann ich auch mal machen, werde ich auch mal ein Video machen. Ja. Ich mache nach wie vor auch für mich die Basenbäder. Ganz eine geile Scheiße, wenn ich mal so sagen darf. Die ganze Entgiftung, Detox und Basenbäder, mache ich auch ein eigenes Video dazu. Ja, kann man ja übrigens auch, wenn man keine Badewanne zu Hause hat. In der Naturheilkunde heißt es, werden Füße als die zweiten Nieren bezeichnet. Man kann auch Basenbäder mit Fußbädern machen sozusagen. Aber dazu mal. Das sind die Sachen, die ich mache. Genau, damals war ja noch mein offener Punkt. Ich hatte den Candida noch nicht ganz besiegt. Den hatte ich schon ziemlich weit runtergedrückt. Den Candida, das ist ein Darmpilz, ein Hefepilz, der ziemlich bösartig werden kann, wenn der ein Overgrowth, also eine Überwucherung im Körper, wenn man davon ein zu viel hat im Körper. Und das war bei mir der Fall. Ich hatte den schon ziemlich weit zurückgedrängt, aber noch nicht ganz. Und ja, ich sage es mal, so ein Jahr nach dem Video hatte ich den noch unter Kontrolle. Wie ich das gemacht habe, zeige ich auch, aber den Candida, wie gesagt, habe ich auch losgeworden, bin ich losgeworden, wobei man ja den Candida nie los wird, weil der natürlich im Darm vorkommt, aber er darf halt nicht explodieren, sage ich mal. Ja, aber sonst kann es ganz böse Symptome geben. So, jetzt war das Video abgekackt, keine Ahnung warum. Jetzt muss ich auch noch versuchen, die Videos irgendwie zusammenzuschneiden. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Ja, wir waren bei der Jodtherapie. In kürzester Zeit hatte ich überhaupt gar kein Problem mehr mit Zysten. Die Brust war weich, die Zysten waren weg, die Schwellungen waren weg. Ich habe mich wahnsinnig wohl gefühlt. Ich bin dann zur Nachuntersuchung, dann zur Frauenärztin, habe ihr das erzählt. Und die ist eine ganz coole Socke da. Die hat dann zugegeben, ja echt, ist das so? Und ja stimmt, und die Brust ist ganz weich, da ist gar nichts mehr. Und echt, tatsächlich mit Jod. Ja, damit würde sie sich nicht auskennen, aber das ist ja toll, wenn es bei mir funktioniert. Ich bin ja schon froh um normale Schulmediziner, die mich dann zumindest einfach machen lassen. Ja, so. Also war das das Thema, dann geklärt mit den Zysten, dann kamen aber Wechseljahresbeschwerden. Es gibt Frauen, die haben gar keine Wechseljahresbeschwerden. Ja, sehr beneidenswert. Und es gibt Frauen wie mich, da denkst du, du bist halb tot. Irgendwas stimmt da nicht. Ja. Weiß ich nicht, die Laune nicht mehr gut, nah am Wasser gebaut, schwindelig war einem, geschwitzt wie Sau nachts und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, ich mache doch schon so viel.
Ja, dann habe ich auf jeden Fall dann auch angefangen, mich in das Thema Wechseljahre, Nahrungsergänzungsmittel einzuarbeiten. Und oh Wunder, nur das Ende vom Lied, überhaupt gar keine Beschwerden mehr. Ich schlafe wie ein Baby, ich schwitze mich nicht mehr. Alles ist wieder normal. Es geht also. Ja? Aber einen Arzt zu finden, der sich damit auskennt, den auch noch die Krankenkasse zahlt, ist halt leider eigentlich unmöglich. Ja? Gut, dann noch eine witzige Sache bei mir. Mein Stoffwechsel war immer toll. Ich hatte nie Probleme mit Übergewicht. Ich war immer rank und schlank. Kleidergröße 36, Kleidergröße small. Hab essen können, was ich wollte. Ja, vor, wann war das? 2019, glaube ich, ja? Oder nee, 2020, ja? Glückliches Jahr, frisch verliebt. Morgens, mittags, abends gegessen, richtig viel Nutella, Brote mit Butter und gib ihm, ja, weil ich es mir ja leisten kann, weil ich ja, so schnell hast du gar nicht schauen können. Ich hatte nach einem Jahr 13 oder 14 Kilo mehr, ja, von 59, also war auch die Kleidergröße, ne, von 59 Kilo auf 73, von Kleidergröße 36 auf 40 innerhalb von einem Jahr. Und ist ja jetzt kein massives Übergewicht, aber bei mir fand ich, die Proportionen haben nicht gestimmt, ich habe mich wohl damit gefühlt und dann habe ich versucht abzunehmen. Und es ging auf einmal nicht mehr. Ich war ein richtiger Kohlenhydrat-Junkie, ich habe Fressattacken gekriegt, ich war völlig süchtig und habe es nicht auf die Reihe gekriegt. Und habe dann 2 Jahre gelitten, 1000 Diäten versucht, also Mädels mit Übergewicht. Und ich verstehe jetzt alle, die hart und heftig kämpfen, die so Junkies sind, was das Essen betrifft. Ja, da gibt es ja diesen tollen Coach Cecil, ich verehre dich sehr, Coach, machst ganz tolle Sachen, feiner Kerl bist du. Der hat auch mal ein Video gemacht über Abnehmen und hat dann die richtige Ernährung und was man wie essen muss. Und stimmt alles, ist ja alles richtig, aber der mentale Faktor, dieses auch Fressattacken, dieses süchtig machen, ja, das hat natürlich so ein stahlhart trainierter Coach, der das Problem nicht kennt, süchtig zu sein nach Essen, nach schlechtem Essen, hat der gar nicht, zumindest habe ich kein Video gefunden, wo er das thematisiert hat. Also das ist auch was, ich habe es dann hingekriegt, ich bin froh und erleichtert, ich habe jetzt bestimmte Knackpunkte, ich möchte das auch weitergehen, gerade an diejenigen, die nicht einfach nur sagen, hey, du musst die Ernährung nur umstellen und dann putzeln die Kilos, sondern wirklich an die junken essen, ja, so wie es bei mir war. Auf jeden Fall das auch hingekriegt. Gut, dann haben wir das. Ja, ich habe es kurz, was ich jetzt mittlerweile so mache, ich habe es kurz angedeutet. Frisch verliebt. Frisch verliebt heißt, ich habe Tirol verlassen und bin für die große Liebe ins Rheinland gezogen. Ja? Und im Rheinland arbeite ich jetzt auch nicht mehr als Texterin. Das habe ich vorher gemacht. Das wurde zu Corona-Zeiten echt fies. Ja? Weil dann die Kunden meinten so, ja, ich habe keinen Showroom mehr, du bist die Erste, die gehen kann als freie Texterin, ich kann dich nicht mehr zahlen oder dann eben so Sachen, ich habe kein Geld mehr, ich brauche aber das E-Book so und so, würdest du es bitte schreiben, aber auf Erlösbeteiligung und irgendwann habe ich gesagt, ich lasse das jetzt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Waren auch so spannende Themen betexten wie Polyurethan verbundene Gummigranulatplatten, keine sexy Themen, hatte ich dann am Ende keinen Bock mehr. Und ja, jetzt sage ich mir, für was brenne ich, was ist das, was ich liebe, wofür ich lebe, womit ich mich auskenne. Ich mache jetzt Gesundheitsberatung, ganzheitliche Gesundheitsberatung, Vitalstoffcoaching, Ernährungsberatung. Auch nicht so eine Ernährungsberatung wie, ist ab jetzt roh vegan, reiß dich einfach zusammen, sondern benutzerfreundlich. Ja, so dass man es wirklich umsetzen kann. Wenn ihr dazu Informationen wollt, einfach auf meine Webseite gehen, www.stephanie-sommer.de und ja, das ist das, was ich mache mit voller Begeisterung. Da will ich mich jetzt auch richtig, richtig noch weiter reinschmeißen und ich sehe jetzt schon wahrscheinlich die ersten Hater sagen, jetzt haben wir es, die will ihren Scheiß verkaufen, die will ihre Gesundheitsberatung verkaufen und die. Erstens mal verkauft sich jeder YouTuber irgendwo selber, ja, wie heißt es, MyLab oder MyLab, wie sie heißt, ja, das sind Leute, die machen professionell, beruflich, machen sie den ganzen Scheiß, ja, außerdem zwinge ich niemanden, irgendwas zu kaufen, ich mache auch kein Geheimnis drum, ja, so nach dem Motto, macht das Coaching bei mir, dann verrate ich euch das Geheimnis, wie es geht,
Nein, ich werde hier Videos hochladen, werde sagen, was meine Meinung ist, was ich tun würde an der Stelle der Betroffenen. Ich verkaufe nichts, ich zwinge niemanden was zu kaufen, ich zwinge niemanden Videos anzuschauen. Also die Hater können sich auch mal wieder ein bisschen runterfahren. Gut, dann war das hier. Dann haben wir das auch. Ja, abschließend eigentlich erstmal nur, ich werde jetzt, es gibt so viel zu besprechen, so viele Fehler, die gemacht werden in der ganzheitlichen Selbstbehandlung, in den Vitalstoffen. Ich habe das auch in meinen Kommentaren gesehen. Ich habe Vitamin D genommen, ich habe wahnsinnige Knochenschmerzen bekommen, das war giftig, das war toxisch und man muss einfach viel wissen. Und dieses Wissen möchte ich benutzerfreundlich, einfach simpel. So, boah, liebe Leute, Wahnsinn, jetzt war mein Handyspeicher total voll mit den Filmen. Ich bin so ein Dinosaurier, ich habe es gar nicht mit digitaler Technik. Ich muss jetzt erstmal ein paar Filme runterschmeißen, ein paar Daten. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, das war genau die Verabschiedung, die es nicht mehr aufgenommen hat. Genau, dass ich für den Fall, dass mir bei den Videos noch einfällt, werde ich das unter das Kommentarfeld schreiben. Und ja, ansonsten nur die Verabschiedung. Das war's jetzt für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe und diesmal wirklich bis bald. Nicht mehr 5 Jahre. Ciao, ciao.